herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog. Wir haben noch richtig früh, also wir haben jetzt gerade mal 7 Uhr am 17. Dezember und ich kann noch gar nicht glauben, dass in ein paar Tagen schon Weihnachten ist, also keine Ahnung. Ich habe gerade meine Kalender geöffnet und zwar war in meinem einen Kalender dieser Make-up Correcting Pen und in meinem anderen war eine trockene Fruchtmischung. Außerdem wollte ich euch davon erzählen, dass ich heute mir vielleicht mein Piercing stechen lassen will. Also ich erzähle euch das jetzt mal so, dass ich mir jetzt endlich meinen Helix stechen lasse. Also hier, falls ihr nicht wisst, was das ist, ist hier oben dieses Piercing am Ohr. Und das wollte ich schon haben, seit ich 13 bin, beziehungsweise habe ich mir es schon mega lange gewünscht. Und meine Mutter hat halt immer Nein gesagt. Und mittlerweile, ich habe halt nochmal mit ihr darüber geredet und dann hat sie sich überlegt und jetzt mittlerweile hat sie mir es erlaubt. Auf jeden Fall muss ich mich jetzt auch fertig machen, deswegen gehe ich jetzt schon mal dabei in die Küche. Auf jeden Fall hat sie es mir jetzt erlaubt und ich werde es mir jetzt stechen lassen. Also eigentlich hatte ich heute vor, es mir stechen zu lassen. Aber ich weiß halt noch nicht, wie das ist mit dem Piercing-Studio. Also ich werde heute Mittag erstmal anrufen dort und fragen, ob die heute noch Zeit haben oder Platz haben für einen Termin, also für mich halt zum Stechen. Ja, ansonsten werde ich das dann Mittwoch erledigen müssen. So, also das ist jetzt mein Outfit. Ich habe heute meine Air Force an, dann eine neue Jeans. Ja, ihr seht auch mal wieder eine neue Jeans an mir. Die habe ich bei Teddywell erst vor ein paar Tagen gekauft. Die ist so dunkelblau und ich mag die eigentlich ganz gerne. Und dann meinen grauen Pullover und diese Jacke, die ist von Zara, die habe ich auch neu. Finde ich auch mega schön. Die ist richtig kuschelig und warm. Und ja, mein Make-up ist heute so. Also eigentlich wie immer nur ein bisschen rotfarbenen Lidschatten. Und dann nehme ich immer, ich wurde jetzt schon mehrmals gefragt, welche Palette ich benutze dafür. Diese Palette hier von Maybelline, die hat so richtig viele schöne rotstichige Töne. Die finde ich mega schön. Damit schminke ich mich momentan eigentlich fast jeden Tag. Und dann melde ich mich später wieder, wenn ich wieder zu Hause bin. Oh mein Gott, Leute, ich bin jetzt zu Hause. Aber ich hatte oder habe jetzt schon eine halbe Stunde circa von meiner Freistunde hinter mir. Ich muss auf jeden Fall gleich zur Schule. Und ich habe jetzt gerade beim Piercing-Studio angerufen. Und ja, also der Typ am Telefon meinte halt, dass wenn ich so gegen 5 Uhr da bin, dass es dann noch passt. Und ja, und ich freue mich voll. Ja, ich bin voll aufgeregt. Mein Vater holt mich dann um 4 Uhr ab. Also ich habe erstmal bis 3:30 Schule, dann holt er mich um 4 Uhr ab. Und dann geht's los. Hi Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause. Und ich habe die Kamera vergessen. Aber mein Vater hat sogar beim Piercer gefragt, ob er filmen darf. Oder Fotos machen darf. Und die Piercerin hat schon Nein gesagt. Also ich hätte sowieso nicht da filmen können. Aber ja. Ich habe meinen Helix, ihr seht es. Ich kann euch so den mal zeigen. Also es ist halt klar ein kleiner Stecker und ich habe den auch. Also sie hat vorher einen Punkt ein bisschen weiter oben gemacht. Ich weiß nicht, ob man den noch leicht erkennen kann irgendwie. Aber ich habe den extra noch ein Stück tiefer, sag ich mal, stechen lassen, weil ich wollte den halt nicht so hoch haben. Ich finde das halt, habe ich ja schon erklärt, nicht so schön, wenn der so richtig oben am Ohr hängt, sondern eher so hier hinten oder halt ein bisschen weiter unten, so mittig. Ja, das ist jetzt mein Helix. Ich finde den echt ganz schön. Es ist klar rot. Ihr das wollt gar nicht sehen, wie mein Ohr direkt nach dem Stechen aussah. Leute, ich kann nicht sagen, dass... Also ich war so... Ich erzähle euch mal kurz, wie es war. Also ich habe übrigens noch meine Jacke an, alles. Ich bin gerade erst reingekommen. Ich war so aufgeregt davor. So, ich hatte schon ein bisschen Schiss. Also ich hatte eher... Also die ganze Zeit, jetzt die ganzen Tage... War ich jetzt so, wo ich schon wusste, dass ich ihn mir stechen lassen werde, war ich eher so, dass ich gar keine Angst hatte vom Stechen, sondern eher vor dem Prozess danach, also vom Schlafen, vom Heilungsprozess halt, dass es wehtut und so weiter. Aber jetzt heute hatte ich eher Angst vom Stechen und ja, also ich habe mir viel zu viel Druck gemacht. Ich war so voll, ich hatte so, scheiße, das knackt dann bestimmt voll laut, wenn dann die mit der Nadel da durchgeht. Klar, es hat schon wehgetan, also man hat schon gemerkt, dass da eine Nadel durchs Ohr geht, aber man hört nichts, also es knackt nicht, gar nichts. Es war wie ein Ohrloch hier unten, die habe ich mir halt beide schießen lassen, also mit dieser Pistole, den habe ich mir stechen lassen. Ich würde mir nie einen Helix schießen lassen, also Leute, wenn ihr euch einen Helix oder auch irgendein anderes Piercing stechen lassen oder machen lassen wollt, schießt es nicht, vor allem nicht Helix oder so, das ist so gefährlich, weil da sind so viele Knorpel,
oben am Ohr. Da kann so viel schief gehen eigentlich. Sodass ihr noch richtig lange Probleme damit haben werdet, wenn ihr zu jemandem geht, der das nicht so seriös macht oder halt einfach in irgendeinem Juwelier mit einer Pistole schießen lasst. Klar kann das gut gehen, aber es kann auch genau im Gegenteil halt mega schrecklich werden und es kann sich mega entzünden und so weiter. Also es gibt, also klar, so kann es sich eventuell auch entzünden, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also setzt euch nicht dem Risiko aus, es schießen zu lassen, nur weil es vielleicht günstiger ist oder so. Geht lieber dazu jemandem, der es halt wirklich stechen kann. Und auf jeden Fall habe ich mir viel zu viel Druck gemacht, viel zu viel Sorgen gemacht. Es ist wie ein ganz normales Ohrloch. Also ich hätte es mir viel schlimmer vorgestellt, sagen wir es so. Ich war danach auch voll erleichtert. Ich dachte so, hä? So, das war's schon, keine Ahnung. Aber ich habe ihn jetzt und ich bin froh, dass ich es jetzt hinter mir habe. Der hat jetzt insgesamt 49 Euro gekostet mit Stecker und so dabei. Also, ja, und mit Pflegespray. Ich habe so ein Pflegespray oder... Warte, kann ich euch mal zeigen. Und davon muss ich halt jetzt die nächsten 6 Wochen, glaube ich, waren das. Also, die nächsten 2 Wochen, glaube ich, oder 3 Wochen immer 2-mal am Tag und dann 2 Wochen 1-mal am Tag. Ja. Sie meinte, es ist halt einfach Pflegespray, also ab morgen soll ich das machen. Und ja, ich schmink mich jetzt ab, lege mich jetzt gemütlich ins Bett, genieße meinen Abend und dann melde ich mich morgen bei euch wieder. So. Guten Morgen, Leute. Ich dachte, ich mache jetzt direkt die Kamera an, wenn ich wach werde, damit ich euch direkt mitnehmen kann. Ich bin jetzt genau vor nicht mal einer Minute wach geworden. Ich habe eigentlich ganz gut geschlafen. Also wegen dem Piercing meine ich. Habe ich eigentlich ganz gut geschlafen. Also jetzt tut es halt ein bisschen weh. Also auch wenn ich jetzt nicht dran gehe, ich merke es halt. Ich habe heute Nacht einmal eine Zeit lang so auf meinem Arm geschlafen auf der Seite, weil ich konnte nicht mehr auf der rechten Seite liegen. Weil es war so ungemütlich irgendwann. Und Leute, jetzt stehe ich erstmal auf und mache mich ein bisschen frisch. Und ja, wir können ja auch direkt mal meinen Adventskalender zusammen öffnen, wenn ich jetzt schon mal die Kamera anhab. So, also in meinem Fended-Up-Kalender war hier dieser Metallic-Lidschatten drin. Und in meinem Bio-Kalender war dieser Haselnuss-Honigriegel. Gar keine Lust aufzustehen. Aber naja, was soll man machen, ne? Ich habe heute auch nur bis 14 Uhr Schule. Aber dafür muss ich heute Nachmittag zum Zahnarzt, ist auch nicht besser. Ja. Aber sonst habe ich halt nichts vor. Ich muss halt noch Deutsch lernen, weil ich schreibe morgen meine wunderschöne Deutschklausur. Yay! Ich freue mich so sehr auf die Ferien. Einfach generell ausschlafen. Ich finde es einfach nice. So, das ist mein Outfit. Ich habe heute diesen braunen, gecroppten Pullover an. Der ist von Bershka oder... Ja, von Bershka war der, glaube ich. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Kann auch sein, dass der von Pull&Bear war. So sieht er aus. Ist ein langärmeliger und ein bisschen gecroppt, also ein bisschen kalt, aber ist nicht schlimm. Und die Jacke von gestern auch. Heute mal wieder meine schwarze Jeans und meine Air Force, wie immer. Und ja, ich trage heute Zopf, weil ich habe halt gestern Abend meine Haare nicht gewaschen. Und ich wasche die eigentlich jeden Abend, aber dafür sehen die heute eigentlich ganz gut aus, finde ich. Und ja, mein Make-up sieht so aus. Also ich habe mich einfach wieder mit so ein bisschen... goldenem Lidschatten geschminkt, ich weiß nicht. Ich mache das voll gerne in letzter Zeit. Und genau, dazu ziehe ich jetzt noch den Schal um. Und ich muss jetzt noch gerade ein Post bearbeiten. Wir haben schon 10 vor 8, aber ich bearbeite jetzt noch gerade, oder jetzt gleich auf dem Schulweg, den Post für die Verlosung. Ich habe eine Verlosung gemacht im Wert von 150 Euro und die ist genau heute, am 18. zu Ende. Also ihr könnt jetzt nicht mehr mitmachen, falls ihr das noch vorhattet. Ja, aber es haben sehr viele mitgemacht. Ich bedanke mich dafür auch noch später mal in der Story. Tut mir leid, dass ihr vielleicht nicht gewonnen habt. Also es haben sehr viele mitgemacht und ich kann halt nur an einen das Paket verlosen. Deswegen tut es mir leid, falls ihr nicht gewonnen habt. Aber ich mache bestimmt irgendwann nochmal eine Verlosung und dann könnt ihr wieder mitmachen. Und ich muss jetzt los zur Schule, sonst komme ich zu spät. Weil ich habe jetzt Bio und ja. So, ich habe jetzt Freistunde und koche mir jetzt gerade Nudeln. Und gucke dabei Vampire Diaries. Ich bin gerade... Staffel 7, Folge 21. Hi! Ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen vom Zahnarzt. Wir haben jetzt gleich 6 Uhr und ich packe jetzt gerade noch meine Tasche für die Schule morgen. Außerdem habe ich heute die Gewinnerin von diesem Purelay-Verlosungspaket angeschrieben und sie hat mir schon geantwortet. Und
Ja, ich werde das Paket dann versuchen, morgen schon zu verschicken, wenn alles funktioniert. Und ich denke, ich finde morgen die Zeit dazu. Ich schreibe morgen Deutschklausur, deswegen muss ich jetzt gleich noch Deutsch lernen. Yay! Und ich habe auch noch nicht wirklich was gegessen heute, weil ich einfach den ganzen Tag irgendwie Stress hatte. Ja, aber hier, wie ihr auch hier seht, ich habe hier alle Weihnachtsgeschenke schon so wirklich eingepackt. Also hier sind so mehrere Tüten mit Geschenken und hier auch noch ein Karton. Und ich muss noch zwei Geschenke einpacken. Das werde ich gleich machen. Oh, ja. Und dann werde ich mich abschminken und duschen gehen. Und dann werde ich mich richtig schön in mein Bett legen. Aber ich habe noch eine Menge zu tun. Also ich muss noch lernen, Tasche packen, Vampire Diaries weiterschauen. Nein, Spaß. Aber ja, würde ich sagen, ich beende den Vlog jetzt. Und ich hoffe, er hat euch gefallen. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr Piercings habt. Das würde mich echt interessieren. Und wenn ihr einen Helix habt, ob ihr irgendwelche Tipps für mich habt, was den Heilungsprozess halt angeht. Momentan tut er echt nicht weh, aber ich bin heute Mittag einmal richtig dran gekommen, als ich mir die Haare in das Ohr gemacht habe, weil ich nicht dran gedacht habe. Und das tat sehr weh. Auf jeden Fall, ja, schreibt mir gerne Tipps in die Kommentare, falls ihr welche habt. Und ich hoffe, wie gesagt, der Vlog hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Ciao!